Ja, moin zusammen und willkommen zurück in der Mystery Box. Heute wenden wir uns den keltischen Boxen zu. Lass mal gucken, was hier so geht. So, okay, noch nichts geschafft. Das ist ja blöd. Lass es uns tun. Also, wir starten mit der ersten. So, und ich verspreche, ich gebe mir... das ist aber okay, wilder Hintergrund. Ja, verschwimmt ein bisschen drin. Ich verspreche, ich gebe mir Mühe zu zeigen, naja... Na, ihr wisst schon, wo das Dingelchen ist. Warte mal, hier ist gar nichts. Das ist ja interessant. Okay, nee, hier ist absolut gar nichts. Okay, na gut. Fangen wir mal an mit der 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, da ist gerade was erschienen. Lass mich mal eben gucken, ob hier eine Kachel ist. Das sieht aber nicht so aus, ne? Hier oben drauf vielleicht? Nee. Okay, jetzt ist hier was dazugekommen. Okay. Das können wir antickern. Sehr schön. Sonst nichts? Sonst nichts. Gut. Okay, also der Baum soll vermutlich dabei rauskommen, ne? Ist hier. Guck mal, das sieht ein bisschen anders aus. Ist es das? Nee, das ist es nicht. Da müssen wir schon sehr genau hingucken, ne? Okay, dann lass uns das. Alt war doch richtig. Lass uns das mal drehen. So. Noch ist alles ganz easy. Kann es ja nur noch hier sein. Da, guck mal, da steht eine 2. Hat das irgendwas zu bedeuten? Wenn ich hier jetzt allerdings drauf haue, dann ist es vorbei, ne? Ha, wo ist es denn wohl? Wo ist denn wohl das Dingelchen? Es müsste, also zumindest war das vorher so, in dem Chinesen, nee, japanisches Setting war es, glaube ich, ne? Ah, gab es eine Kachel? 4. Was ist denn hier mit 2? Wahrscheinlich muss ich hier noch die 2 einstellen, um das öffnen zu können. Ich probiere es mal. Okay. Aber ich sehe dieses Dingelchen nicht. Okay, sollten wir schon mal abschließen? Weiß ich nicht. Ist es unten an dem... Unten an dem Board hier? Diesen Podest? Nee. Okay. Hier wird es offensichtlich schon etwas schwieriger, das Teil zu finden. Draufklicken kann ich. Ja, super. Aber ich sehe jetzt auch nirgendwo, dass da irgendwas anders wäre. Mann, gib's mir. Komm. Wir vertrödeln hier zu viel Zeit. Und ich möchte in das nächste Rätsel gehen. Das ist gar nichts. Hä? Okay. Wo bist du denn? Na schön, ich hau mal drauf, ja? Halt, da ist es doch. Da war es doch die ganze Zeit. Okay. Eine kleine Unstimmigkeit da am Rand. Okay. Gut. So, Nummer 1 haben wir geschafft. Dann auf zu Nummer 2. Ich sehe schon diese Suche nach diesen Kleinigkeiten. Wir uns mehr aufhalten als die Rätsel möglicherweise selbst. Okay, da sollen wir wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die Aktivierreihenfolge. Gibt es hier irgendwo, ich klicke einfach mal wild, weil das scheint mir doch ein bisschen random. Also die oberen 3, dann 2 und dann die äußeren. 3, 3, 2 und dann die äußeren. Hat es irgendwo geklickt? Ich habe kein Klicken gehört. Hier zwischen irgendwo. Nein, das hätte ich schon ganz gerne. Okay. Und da ist dieses Zeichen drin. Hier ist aber nichts, ne? Lass mal gucken, ob das dann hier ist. Okay, das war doch... warte. Da, siehst du, das sieht ein bisschen anders aus. Das wird es sein. Ja, alles klar. Okay, das ist das da oben. Dies hier. So, ist jetzt fertig. Ach, den müssen wir auch noch aktivieren. Okay, der da, ne? So, jetzt? Nee, doch. jetzt ja. Okay, gut. Ja. Nummer 3 ist am Start. Sehr gut. Okay, da haben wir eine Einstellmöglichkeit. Da haben wir Bäume. Das scheint sich zu bewegen. Ja. Okay. 6, 9.
Okay. 6 nach unten, 9 nach oben. Das hier kann ich aber noch nicht veranstalten. Also dazu brauche ich dieses Ding. Halt, erstmal nach dem Dingelchen gucken. Ne? Hier ist es nicht, wie es scheint. So, hier sollte ich den da einstellen. Ne? Ja, ich habe ein Klicken gehört. Da ist das Ding. Das ist aber wirklich schwierig zu erkennen. So, was macht der da jetzt? Keine Ahnung. Da kann ich jetzt aber die Zahlen ändern. 6 und 9. Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Und was soll ich hier einstellen? 6. Könnte das sein, dass er hier... Nee. Was kann ich damit machen? Damit kann ich gar nichts machen. Damit kann ich überhaupt nichts machen. Baum, Baum. Ich kann da nirgendwo dran rumfummeln. Vielleicht muss ich hierfür auch den da einstellen. So. Okay, kommt das jetzt hin? Ah, jetzt kann ich da was ändern. Okay, das wird allerdings wild. 6. Warte mal, 6. Und dann das und die 9. Könnte sein, dass das hier gemeint ist, ne? Wenn wir wieder von der Uhr ausgehen. 6, 9. Aber das hier ist ja dasselbe Zeichen wie das da. Ist das wichtig? Weiß ich nicht. Okay. Oh, ich kann immer nur den ändern, wo er sich gerade drauf befindet. Okay, und das schwingt ein bisschen nach. Das da ist das keltische Symbol. Okay. Und es schwingt ein bisschen nach. Der da ist es. Und. Oh. Ja, aber es kann ja nicht sein, ne? Warte mal. 6, 9. Es könnte natürlich auch sein, dass das hier die Mitte ist. 6 nach unten. Dann ist das der Kreis. Und 9, ja, eins von beiden. Ich würde mal sagen, das Spinnennetz, ne? Also, diese drei Kreise. Das ist, nein, weiß ich nicht. Nein, warum, das sind die drei Kreise. Ey, okay, das ist jetzt ein bisschen nervig hier. Guck mal, dass er den immer noch verändert. Okay, drei Kreise. Was kommt danach? Da, nee, davor müsste ich es wissen, was davor kommt, ne? Drei Kreise. Wenn ich es jetzt einfach mal laufen lasse, dann ändert er... Okay, er braucht immer den Moment. Gut, alles klar. Okay, Moment. Nee, halt. Ah, welches war es denn? Das Zeichen habe ich hier drauf noch gar nicht gesehen. Oh nein, jetzt hat er den wieder verändert. Ach... Okay, das ist nervig. Guck mal, das ist da gar nicht drauf, ne? Okay, das kann es wohl dann nicht sein, hm? Okay, 6, 9. Und in der Mitte irgendwas. Und der ist da nicht drauf. Also müssten es die anderen sein. 6, 9... Wenn das hier die 12 ist. 6, 9. Und das ist dann der in der Mitte. Das ist die 12. Okay, also Kreise und das Spinnennetz auf jeden Fall dort. So, hier jetzt das Spinnennetz. Ah, Alter. Nee, ich drücke da jetzt nicht mehr drauf. Ah, 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 ah. Nein, kannst du voll knicken. Das Spinnennetz befindet sich auch nicht da drin. Interessant.
Oder ist das dieses mit den... Warte mal. Nein. Keine Ahnung. Genau, dann bewegt er sich nämlich nicht mehr. Das ist auch richtig so. So, und bei dem dürfte er sich auch nicht bewegen. Korrekt. Okay, soweit alles gut. Bei dem hier. Da bewegt er sich, alles klar. Und bei dem unten. Bei dem unten. Nein, hier mache ich das nicht. Hier bewegt sich auch gar nichts. Gut, das ist, also das ist schon richtig. Also, das hier ist der Zustand. War ja auch. Wo habe ich es gesehen? Ah, hier. Genau, das war auf dem Button. Gut. Jetzt ist nur noch die Frage, ist das das Spinnennetz? Oh nein. Ich breche ins Essen. Das ist nervig. Okay. Was ist denn, wenn das jetzt gleich sein muss hier? Okay. Das war es noch nicht. Habe ich denn hier was falsch gemacht? Neun. Ist das upside down oder was? Oh, dazu muss ich das wieder einstellen, ne? So. Okay. 9,6 wegen umgekehrt, ne? Kann es das sein? Oh, das war es tatsächlich. Okay, also auf der einen Seite alle identisch einstellen. Das hatte nichts mit der Uhr zu tun. Okay, so. Wir suchen erstmal das nächste Teil hier. Nix. Da ist nichts dran. Okay. Hier können wir das einstellen. Das dahin und das vermutlich hierhin. Ist hier das Teilchen? Ich sehe es noch nicht. Nein, vermutlich nicht. Okay, was ist das hier? Das ist die Ausrichtung, ne? Gibt es hier das Teilchen? Da ist es. Ich erkenne es echt kaum. So, also oben, unten. Was soll ich tun? Das soll durchlotsen. Okay, habe ich. Okay, das hier ist offen. Das ist, ist das der? Nee, nicht so wirklich, ne? Muss ich nur die richtigen dort einstellen? Scheinbar. Nicht der, sondern der. Und hier. Da. So, reicht das? Nee, das, doch, das war's schon. Ach, das ist ja easy. Okay. 5. Na dann, nichts wie ran. Okay. Ist hier das Teilchen schon drin? Ich sehe es nicht. Gut, also hier zumindest nicht. Das sieht doch wieder... Hier, da unten ist es. Okay. Das sieht doch schwer danach aus, dass ich es irgendwie verschieben kann. Oh, okay, gut. Lösungshilfe. Da oben ist irgendwas. Okay. Das soll ich offenlegen. Das habe ich zufällig auch gerade. Irgendwas mit Zeit. Irgendwas mit Zeit, weiß ich nicht. Moment, muss ich das hier einstellen? Ja, vermutlich, ne? So. Oder? Gut, und hierfür brauchen wir dann das keltische Zeichen, das hier. Okay. Was hat das zu bedeuten? Okay. Das war alles. Okay.
Das war jetzt vergleichsweise einfach. Also, richtig einfach. Erstmal gucken. Da sehe ich den Unterschied. Du hast ein Stück des Artefakts aufgenommen. Ja, cool. So, das ist die 11. Okay, 5, 4 und 2 sind 11. Jo. Eins, drei. 1, 3, 5, 7, 9, 11 ist die Reihe. Okay. Ja. Was soll ich jetzt hier tun? Hä? 1, 2, oh. 3. Gut, ja. Hab's dreimal getroffen. Das war auch schon alles. Okay. Das wird eine sehr kurze Folge hier. So, die Nummer 7. Na dann. Ist hier schon mal das Teil? Da ist es nicht. Okay. 4. Viermal soll ich es drehen, sagst du? Oh ne, im Uhrzeigersinn, ne? Dreimal. Viermal. Okay, dann ist das offen. Gut. Drei ausgefüllt. Drei nicht. Hier ist das Teilchen nicht drauf, ne? Okay. Gut, hier ist der Baum abgebildet. Irgendwo die Kachel. Da? Nee. Okay, also erstmal ist. Oh, irgendwas muss ich mit dem Baum einstellen. Hier, Baum. Hatte ich die Kachel jetzt schon oder was? So und so. Habe ich die Kachel etwa schon abgegrast? Habe ich noch nicht, ne? Nein. Habe ich noch nicht. Okay, ist sie aber nicht dran. Also, dann kann ich das da. Nee, da ist sie. Okay. Dam, dam, dam. So. Das könnte schon sein, ne? Ja, das ist es schon. Okay. Gut, Level Nummer 8. Hui. So, erstmal wieder nach dem Teilchen gucken, ne? Kommt mir das nur so vor, oder ist es noch sehr einfach? Ich erinnere mich bei der letzten Mystery Box. Ja, nur hab's gefunden. Okay. Bei der letzten Mystery Box, es war schon die Hölle. Manchmal. Oh, hier, guck mal, die kann man auch noch einstellen. Dann gibt es hier auch so einen. So. Du dahin, du dorthin, du dahin, du dahin und du dahin. Und jetzt ihr verbindet diese Teile, ne? Ach, der war ja richtig. So. Okay. Noch ein keltisches Symbol. Das hier weiß ich noch nicht. Da ist eine Uhr. Da komme ich noch gar nicht dran. Okay. Was kann ich denn mit der Uhr machen? Hier sind fünf Bäume. Also wenn der Baum auf der 5 steht, jetzt hat sich da irgendwas geöffnet. Das hier? Hä? Was ist denn jetzt? Draufdrücken, sobald es aufleuchtet. Okay. Was ist jetzt? War das schon alles oder wie? Das war schon alles. Okay, na gut. Draufdrücken, wenn es aufleuchtet. Alles klar. Oh, das waren sie schon alle. Na schön. Entdecke das Artefakt. Natürlich, sehr gerne. Okay, das sieht aus wie ein Kreis, ne? Wie ein Schild oder so. Okay, na, ja. Na, komm schon. Gut. Alles klar. Du bist
Der große Erdenbaum. Jawohl. Der keltische Lebensbaum ist in den meisten Religionen und Kulturen der Welt zu finden und kann bis ins alte Ägypten zurückverfolgt werden. Auf Irisch ist es als Gran bekannt. Für die Kelten waren Bäume von größerer Bedeutung. Der Baum bot dem Stamm und seinen Tieren Unterschlupf und einen heiligen Treffpunkt für Stammesversammlungen. Ja, cool. Na, sehr gut. Das ist gut zu wissen. Okay. Ja, ist heute eine sehr kurze Folge. Ist diesmal eine sehr kurze Folge. Und nächstes Mal, ja, wenn ich dann unten angekommen bin, widmen wir uns den Wikingerboxen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Macht's gut.